Was geht ab? Wir haben Dienstag, ich glaube der 13.09.22, Uhrzeit ist egal, und mein YouTube-Kanal Burner TV hat 2059 Abonnenten, glaube ich, Klicks. Da haben wir eine ganze Abteilung, die das immer mitteilt unter den Videos, ja. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe gerade 5 Minuten lang mein Handy gesucht im Auto. Da hängt es, ja. Hängt dir so direkt so 30 cm vor mir. Ich habe es einfach gesucht, ja, also das erklärt einiges, ja. Jedenfalls, Eintracht Frankfurt spielt heute Abend in der Champions League, das zweite Spiel in der Vereinsgeschichte gegen Olympique Marseille. Und ich muss zugeben, dass ich das vor 2-3 Tagen, als Eintracht gegen Wolfsburg gespielt hat, nicht auf dem Plan hatte. Also ich weiß, wenn der Champions League spielen, soweit funktioniere ich noch, ja. Aber ich wusste nicht, dass wir jetzt heute am Dienstag spielen. Ich dachte so, wir haben letzte Woche gespielt, jetzt ist immer so 2 Wochen Pause bei Champions League, weil ich verstehe dass ich diese Spielpläne da, ja. Ja, das erklärt natürlich einiges. Hätte ich das gewusst, liebe Leute, ja, es erklärt doch alles. Es erklärt doch wieder diese Wolfsburg-Vorstellung, ja. Das, also falls ihr euch wundert, was hier wieder am Eskalieren ist, hier, ja. Was denn los? Komm mal klar, Digga, ja? So, ja. Diese Vorstellung in Wolfsburg. Das ist exakt ein Spiegelbild der letzten Saison, ja? Wenn es heißt, dass wir in 3 Tagen ein wichtiges Spiel haben, in Champions League, was ist, also es gab, glaube ich, noch selten so wichtigere Spiele für die Eintracht, ja? Außer die großen Finals vielleicht, ja. Aber Champions League, ja. Und dann spielst du 3 Tage davor gegen Wolfsburg. Und es sieht so aus, als würde Eintracht Frankfurt so weitermachen, wie sie letzte Saison aufgehört haben. Dass man irgendwie versucht, alles für den neuen Wettbewerb zu tun. Und die Bundesliga bleibt ein wenig auf der Strecke, ja. Spricht niemand so aus. Ja, bis jetzt. Also warum sollten die auch? Das ist ja kontraproduktiv, wenn die das aussprechen würden. Aber es erweckt doch den Anschein, ja, weil du spielst so gegen Wolfsburg und ja, ich weiß nicht, ob du im Kopf schon bei der Champions League bist, dich nicht verletzen möchtest, ja, dich nicht verausgaben möchtest, ja, damit du spielst in der Champions League und so weiter, ja. Wenn man doch schon so an die Sache rangeht, dann verstehe ich doch eine Sache nicht. Eintracht Frankfurt hat sich so gut verstärkt, qualitativ wie quantitativ, ja. Und der Trainer weiß doch, was Sache ist, ja. Ich glaube nicht, dass er denen gesagt hat, geht aufs Spielfeld und verliert gegen Wolfsburg, ja. Aber ich glaube, jedem war bewusst und auch dem Trainer, dass irgendwie jetzt heute Wolfsburg, wir geben unser Bestes und dann haben wir in 3 Tagen Champions League. Ja, gegen Olympic, Gegner ist egal, ja. Champions League, ja. So, und das macht natürlich was mit den Spielern, ja. Und dann stelle ich mir doch die Frage, irgendwie muss man das doch wissen oder spüren oder vielleicht ist es auch die Taktik, vielleicht sagen die ja, ey, wir haben nur diese 6 Spiele in der Champions League, also Minimum, in der Vorrunde. Mal sehen, wie wir uns da präsentieren. Vielleicht können wir ja das unmöglich. Also wir sind ja der, wie sagt man, Underdog schlechthin. Also es gibt vielleicht noch einen oder anderen mehr, aber Eintracht Frankfurt ist schon glasklarer Underdog in der Champions League. Vielleicht können wir ja doch irgendwie mal wieder mit unseren Fans und dem 12. Mann im Rücken die Gruppenphase überstehen und die nächste Runde einziehen. Und dann gucken wir mal von Spiel zu Spiel und so weiter. Ja. Vielleicht denkt man ja auch so im Verein. Vielleicht ist, ganz ehrlich, ist vielleicht gar nicht mal so, dass auch wirtschaftlich, sportlich auch gut, klar, Champions League gut zu spielen und erfolgreich zu sein, ist natürlich toll, ja. Aber auch wirtschaftlich, ich glaube, in der Champions League kriegst du pro Punkt viel, viel Geld. Und natürlich auch für das Weiterkommen noch mehr Geld und sowas, ja. Es kann auch Taktik sein, kann auch Strategie sein, dass man irgendwie versucht, da so viel Geld wie möglich rauszuholen, was auch logisch ist, ja. Dass es dann vielleicht auf Kosten der Bundesliga geht, ich weiß nicht, ob man das wirklich so kommunizieren würde, ja. Aber ich kann es vielleicht verstehen, dass man so denkt. Aber was ich nicht verstehen kann, ist, wir haben so einen breiten Kader, ja. Und wenn man doch schon, wir gehen jetzt mal davon aus, man geht so an die Sache ran, ja. Ey, dann bringst du doch nicht am Freitag, am Samstag, wenn wir gegen Wolfsburg spielen,
dieselben Spieler, die schon seit Woche, die Woche für Woche in der Startelf stehen, ja, wenn du doch weißt, du willst dann die Champions League wenigstens dein Bestes zeigen, so gut wie möglich, und nach diesem Fehlstart, diesem unverdienten Fehlstart, ja, denn das Ergebnis 3-0, wie gesagt, spiegelt in keinster Weise die Leistung beider Mannschaften da an dem Tag, ja. Eintracht Frankfurt war eigentlich über weite Strecken spielt es einfach besser als Sporting, ja, aber okay. Wenn man das doch schon so irgendwie an die Sache rangeht, ja, und vorausgesetzt, das ist so, ja, ey, dann verstehe ich nicht, warum man gegen Wolfsburg nicht, also wir gehen mal davon aus, dass ein, zum Beispiel Spieler wie ein Ali Du, ja, Spieler wie, was haben wir da noch, vielleicht Alario, vielleicht Boré, ja, das sind ja die Spieler, die aktuell Knauf auch von mir aus, ja, das sind ja die Einwechselspieler Number One gerade, ja, ich meine, klar, Ansprüche haben die für die erste Mannschaft, aber es ist, wie es ist, und aktuell sind das die, die zuerst reinkommen, wenn man offensiv nachlegen möchte, ja, Ebimbe hat, ich glaube, es verletzt, kann sein, oder warum hat er gewonnen? Bin ich jetzt nicht informiert darüber, ja? Aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Dann gibst du doch dem Rechtsaußen, ja, wer auch immer da war, eine Pause. Hallo, ich bin noch da, ja, guck mal hier. Das ist so ein geiler Pulli, das muss man einfach mal. Muss man einfach mal so spontan, ja, so selten, wie man es erwähnt, auch erwähnen, ja. So, da muss man einfach mal so ein Ali Du dann von Anfang an aufstellen. Hungriger, junger, talentierter Spieler, voller Potenzial, der wahrscheinlich nicht in die Startelf rücken wird gegen Olympique Marseille, dann gibst du ihm doch die Chance. Wozu hast du ihn? Wozu hast du eine ganze Armada von Spielern da vorne und auch generell im Kader, ja? Genau für solche Zwecke. Wir haben eine Dreifachbelastung. Achtung, ja? Verkehrsstau. Und ich weiß nicht, Glasner ist bis jetzt so ein Trainer. Nicht falsch verstehen. Es ist absolut keine Kritik. Es ist nur eine Beobachtung. Der sehr gerne, wenn er mal seine Mannschaft gefunden hat, dann spielen die auch. Ja? Und dann kann im Spiel ein bisschen gewechselt werden. Ja? Aber so im Grunde spielen die dann auch. Es sei denn, eine Verletzung oder so eine Sperre. Ja? Aber man hat doch extra den Kader dann bisschen qualitativ aufgebläht, um diese Dreifachbelastung zu bestehen. Ja, und man hat sich getrennt von Spielern, die wohl keine Perspektive mehr haben, und hat gute Spieler dazugeholt. Und dann lässt man nochmal so einen Ali Du spielen, der hungrig ist, der will, ja, der will sich präsentieren. Ja, und der hat keinen Grund, sich zu schonen für das Champions League Spiel, weil er wahrscheinlich da nicht zum Einsatz kommt. Dann kann er alles geben, ja. Genauso dann, ich weiß es nicht, mit wem er jetzt, ob er jetzt einen mit einem Boré plant in der Champions League oder nicht, dann bringst du den Boré und so weiter und so fort, ja. Alario, ja, das ist irgendwie, das ist, also, er kann so viel. Das ist so ein guter Stürmer. Ein komplett anderer Spielertyp, als was wir immer sehen in der Startformation. Ja? Aber ganz ehrlich, die 80% der Liga hat seit Jahren, Jahrzehnten vielleicht, mit so einem Spielertyp gespielt. Ja? Kein kleingewachsener, großer, ich weiß jetzt nicht, wie groß er ist, aber er ist normal groß, kopfballstarker Spieler, der, den du anspielst, mit Flanken fütterst, der sowas verwerten kann, der technisch gut ist und sowas, ja. Ja, ist halt ein anderer Spielertyp als Moani, der über seine Dynamik, seinen Antritt, seine Dribblings kommt, und Boré, der über sein Pressing kommt und so weiter, ja. Aber ja, dann das musst du doch ein bisschen dann so anders timen, ja, dann lässt du vielleicht auch ein Hasebe dann mal spielen, ja, und gönnst einem anderen eine Pause, oder wirfst einen Smolcic rein und gönnst dafür Indika eine Pause, oder die Möglichkeiten sind zahlreich, ja, ich muss jetzt nicht jede Kombination durchgehen, die man hätte machen können, ja, aber vielleicht hatte man dann einfach, warum muss man denn einfach sagen, nur die Champions League, also wir gehen jetzt wirklich nur davon aus, dass es so ist, und ich wage es zu bezweifeln, dass man so, also ich kann verstehen, dass man vielleicht Champions League, diese 6 Spiele, die in der Vorrunde hat,
dass man so ein bisschen mehr Priorität drauf legt und dann einfach sagt, ey, wenn wir es verkacken, dann verkacken wir es, dann konzentrieren wir uns auf die Rückrunde, ja? So, ja, aber nein, nicht mit mir. Nicht mit mir. Solange ich was bei der Eintracht zu sagen habe, wird sowas nicht gemacht, ja? Ich kann es verstehen, ich kann es nachvollziehen, aber ich mache es nicht. Für mich ist jedes Spiel wichtig. Ich will in jedem verdammten Spiel gewinnen. Und mir ist egal, ob wir alle drei Tage oder jeden Tag spielen. Das ist mir einfach egal, liebe Leute. Ja? Wir haben eine Mannschaft, wir haben einen Kader. Jeder Spieler in diesem Verein ist Teil des Vereins, ist Teil dieser Mannschaft und ist dafür da, um Fußball zu spielen. Und wenn die einen müde sind oder ich sage, okay, ich möchte den und den und den und den Spieler in dem Spiel lieber bringen, dann bringe ich jetzt diese Spieler. Ja? Man muss jeden Spieler... Jeder Spieler, der im Verein ist, der muss das Vertrauen haben, gut zu spielen. Oder so zu spielen, wie dass man das erreicht, was ich mir vorstelle. Ja? Und sonst hätte man die Spieler abgeben müssen, ja? Mit denen man nicht vertraut. Ganz einfach. Und das würde ich, auch wenn ich immer dieselben Spieler aufstelle in meiner Formation, ja, weil ich einfach mit dem bestmöglichen Dings, aber ich bin halt so, ja, ich werde nicht dafür bezahlt, das professionell zu machen. Ja, ich mache das hier in meiner Freizeit ehrenamtlich, ja. Und habe dennoch so viel zu sagen bei der Eintracht. Nehmt euch mal ein Beispiel an mir, ja. So, aber wenn ich dafür bezahlt werden würde, ja, in diesen Sphären, wie ein Bundesliga-Trainer bezahlt wird, ja, glaubt es mir, dann würde ich auch andere Sachen mal machen hier, ja. So, wir haben jetzt ein bisschen viel gelabert, ja, ich wollte darauf nur, ich weiß gar nicht, wie ich dazu kam, aber Freestyle, wie immer, ja. Eintracht Frankfurt spielt heute, ich bin ja schon hier, ja, ich muss ja jetzt eigentlich schon aussteigen, ja. Nichtsdestotrotz, liebe Leute, schnell die Aufstellung für heute. Ja, jetzt ist natürlich, ja, die haben jetzt gespielt in der Liga, jetzt, aber wir müssen mit dem Bestmöglichen performen heute, weil wenn wir heute auch nichts holen, kann, ganz ehrlich, man muss sagen, wie es ist, dann kann das Abenteuer Champions League kürzer werden, als wir uns alle erhofft haben. Ja? Deswegen, Olympique Marseille gegen die haben wir schon gewonnen vor ein paar Jahren in der Euroleague. Ja? Damals, als wir ins Finale kamen, hat man auch mit Olympique Marseille irgendwo haben wir gegen die gespielt und gewonnen. Ja? Also mal, kein Thema, diese Mannschaft. Ja? Wie wir spielen sollten, die üblichen Verdächtigen. Ja? Trapp, Endika, Tuta, Pellegrini. Rechts ja, ist halt Jakic jetzt am Start. Ja. Okay, hier ist noch ein Parkplatz. Jakic, ich würde in der Zentrale So und Ebimbe aufstellen. Rode, ich weiß nicht, ob Rode schon fit ist, aber So und Ebimbe. Vorne Götze, Kamada, Moani, Lindström. Das ist nochmal die Aufstellung. Ist da einer? Okay. Mein Kollege hat gesagt, da ist ein Parkplatz. Ein besserer. Seht ihr, wenn man ein Star ist, ein YouTube-Star und ein Verantwortlicher von Eintracht Frankfurt, ehrenamtlich, der aber alles zu sagen hat, dann kriegt man die besten Informationen. Seht ihr mal, direkt vor der Haustür. So, mit dieser Aufstellung werden wir heute gewinnen. 3-0, liebe Leute. Ja, ganz einfach. Ich verabschiede mich jetzt, weil ich muss mich beeilen. Ich bin ein bisschen hier, ja. Und schreibt zum Spiel und wir sehen uns nach dem Spiel, ja? Die Tore machen alle Verteidiger und so.